No one knew where the people kept disappearing to. Okay. Let's go. Okay. Ich komme nicht dran, ich muss etwas auf den Tisch stellen. No one knew where the people kept disappearing to. Oh, 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 oh. Okay, da darf ich nicht rein.
Allein im Sturm. Okay. Nicht gut. Okay. Sehr cool. Ich verstecke mich hier. Das kann nicht gut. Keiner hat mich gefunden. Viele Jahre lang. Vielleicht sind sie auch alle nach Hause gegangen. Jetzt bin ich traurig. Ich habe meinem Bruder geholfen, sich hinter den Häusern zu verstecken. Du darfst nicht nach ihm suchen. Es war schwer, aber jemand musste es tun. Okay. Kann ich da hoch? Okay. Man kriegt Fallschaden. Da brauche ich ein Messer. Mein Schlüssel ist in den Brunnen gefallen. Papa wird böse auf mich sein. Was soll das? Oh, warum hast du mich geschubst? Warum passiert das ausgerechnet mir? Oh, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Was ist B? Ah, B ist das. Da nicht rein. Weiter runter kann ich nicht. Thank you.
Was ist das? Okay, das hat wieder erwarten geklappt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Do you remember it? That tale about flowers? I thought it was a good story. I thought it's sure to have a happy ending. I was wrong. It's a tale about pain. Let me tell you. Again. Meow. These lands were dead, destroyed, and devastated. All you could hear was the whisper of the ashes. Then a stranger came. He held a spark in his hand. The stranger opened his hand, and the spark was set free. Light returned. Yet pain was the price for this light. Screaming filled the air. Time passed. The screaming grew silent. Pain became a familiar friend. Some disappeared from the lands. No one knew whether they had crept away or been taken by pain. Yet many also remained. Castles which once rose into the skies fell into ruins. Time wiped clean any trace. Centuries passed. The people started calling the stranger the keeper of the spark. He kept watch over the land, soaking up so the pain of its people. Bin mega langsam. But the people had hope. They were growing flowers. Thank you.
Ah, fuck. Und woher bekomme ich nochmal so einen Schuss? Ja, bravo. Komme ich da nicht unten durch? Musst dieses... Was geht dir? Raus. Ich muss dieses Gitter öffnen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich... Ah, doch. Es ist kaputt. Du brauchst einen. Cool gemacht. Was ist das Ding da? Huh?
Hallo Nadi. Guten Tag. Ne, nicht ablegen. Wenn ich das drüber schieben oder so. Komm da nur bis an die Kante. Einigermaßen, Nadia. Leider kann ich nicht Weihnachten feiern mit meinen Lieben, weil das Risiko zu groß ist, dass da ein älterer Herr dann perfekt angesteckt wird von mir, weil ich bin noch am gesund werden, ist noch nicht gesund. Ist das Ding da? Okay. Aber es kommt gut. Kommt gut. Bin ich gespannt. Ah. Ja, ich probier's. Ich probier's, danke. Wo ist jetzt das Mädchen? Jetzt habe ich extra den Schlüssel geholt. Was ist mit? Muss es auch machen, oje. Ja, es ist. Eine blöde Zeit mit erkältet sein und so. Okay. Ich hoffe, ich habe es richtig gemacht. Mal schauen. Ah. Krank sein, ja. Er ist auch dafür. Aber feiert ihr noch schön heute? Kitty geöffnet! Ah, okay, das war so, das so wichtig, dass ich das so gemacht habe, wie ich es gemacht habe. Warum? Nein, tut mir leid, was soll das? Ich verstehe, das verstehe ich nicht. Tut mir leid, das war gemein. Ja, ich weiß nicht, was da passiert, ich kann das helfen. Da die Maus, oh nein, das ist so schade. Ah, gute Besserung. Erwachst das zum Leben, das Ding da? Oder was ist das? Oder die Waldfee. Ja, gut! Horrorspiel, oder wie? Fuck! Scheiße. Willst du mich veralben? Das ist ja krass.
Kommen da nicht. Okay, krass gemacht. Mit Pixelgrafik 2D, trotzdem so eine Atmosphäre, geil. Willst du mich verarschen? Warum muss ich dem den Finger geben? Trink mal bitte einen Schluck. Ja. Trinke so viel schon. Ui. Wo bin ich da? Aber ich jetzt den. Ja, es ist so. Komme ich hoch? So nicht. Aber mach dir noch was Schönes, Nadi. Muss ich das hochbringen oder runterbringen? Irgendwie da. Muss sicher oben weiter, aber. Leckeres. Okay, cool. Kann ich hüpfen? Und der Sprung reicht nicht, beziehungsweise ich kann auch gar keinen Sprung machen. Okay. Ich hab's noch nicht ganz drauf mit 3D, 2D. Aber ja, klar. Eigentlich wären wir heute zu meinem Vater gefahren. Oh.
Ja, das ist blöd. Krank ist blöd. Das ist der Rüter. Ja. Sehr viel schon sogar. Into the lands and they gathered the pain. And thus the pain multiplied. And their own hearts blackened. Okay. Okay. Ist jetzt eine Erinnerung, oder? Bin ich der Ritter gewesen? Cool. Fehlt ein Messer. Ja, bravo. Scheiße. Oh, der kann runter. Ja, moin. Thank you.
Ach Mensch. Komm, hab keine Angst. Was glitzert da so, diese Steine? Weißt du, was das ist? Oh ja, das ist Schmerz, süßer Schmerz. Zeig mal her. Alles, was lebt, spürt Schmerz. Jeder Grashalm, jeder Käfer. Aber es ist schwer, ihn zu finden. Das können nur wenige. Okay. Oh, die Burg wird größer, sie verschlingt das Land. Sie verbreitet den Schmerz. Eine gewaltige Kreatur lebte hier. Sie kannte keine Freude, keine Trauer. Keine Gefühle. Es war eine gute Zeit für sie. Sie jagte und versorgte ihre Jungen, hunderte von ihnen. Aber ihr Funke erlischt. Ihre Welt wird nie wieder die alte sein. Wenn die Burg sie berührt, verwandeln sich ihre Jungen. Die Burg verbreitet Furcht und Schrecken. Sie ist mit ihnen eingesperrt, sie hat Angst vor ihnen. Sie vergiften sie. Eines Tages wird sie sterben und vielleicht wird sie für uns alle ein Tag des Segens sein. War nicht immer da. Und die Welt war voller Licht und Leben. Es gab auch Schatten und keine Kreaturen, die dort lebten. Auch in den ihnen lebte der Schmerz, doch sie waren sich seiner kaum bewusst. Sie waren glücklich. Doch eines Tages änderte sich etwas. Es war nicht ihre Schuld, alles änderte sich. Sie waren nicht länger zufrieden, klein und schwach zu sein. Und sie wussten, dass jemand schwach werden musste, damit sie stark